Kürzlich hatte ich mit einem Menschen zu tun, der sagte, ich glaube nicht an Gott. Aber wie kann er das überhaupt zulassen, all das Elend in der Welt? Interessant, nicht wahr? Innerhalb von den zwei Sätzen hat er sich widersprochen. Er sagt, er glaubt nicht an Gott, aber im Grunde genommen weiß er, dass es einen Gott gibt. Und das ist sehr aufschlussreich. Ich glaube, dass viele, viele Menschen behaupten, dass sie nicht an Gott glauben, weil sie ein falsches Gottesbild haben. Sie haben eine falsche Vorstellung von ihm. Sie haben durch was auch immer die traditionellen Formen des Christentums, falsche Lehre, falsche Bilder, falsche Vorbilder, einfach ein falsches Bild von Gott. Vielleicht eine falsche Vaterfigur. Sie wissen nicht, wie Gott ist. Und sie denken, Gott kümmert sich nicht um mich, Gott will nichts mit mir zu tun haben, Gott interessiert sich nicht für mich. Im gewissen Sinne, Gott glaubt nicht an mich. Gott glaubt nicht an mich. Er will mich nicht in einer Art und Weise, wie ich bin. Er will mich nicht annehmen, er will mich nicht akzeptieren. Er glaubt nicht, dass ich es schaffe. Er glaubt nicht, dass ich geeignet bin. Er glaubt nicht, dass ich für eine Beziehung mit ihm der Richtige bin. Und weil Gott nicht an mich glaubt, so glaube auch ich nicht an ihn. Ich bin überzeugt, dass das mehr Menschen betrifft, die vollmundig behaupten, dass sie nicht an Gott glauben, als wir uns vorstellen können. Ein falsches Gottesbild führt dazu, dass Menschen behaupten, ich glaube nicht an Gott. Denn so wie das Bild, was ich im Kopf habe, kann Gott gar nicht sein. Dann gibt es gar keinen. Und das Problem ist, dass sie nicht ihr Gottesbild revidieren, weil das ist irgendwie in ihnen drin, sondern dass sie einfach zu dem Schluss kommen, dann möchte ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und das drückt sich in den Worten aus, ich glaube nicht an dich. Weißt du, wenn das dich betrifft, dann möchte ich dich wirklich einladen, einfach einmal einen Versuch zu machen, indem du dich öffnest und sagst, Gott, ich möchte, wenn es dich gibt, einfach einmal, dass du mir so begegnest, dass ich es nachvollziehen kann. Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Dass du sagst, wenn es dich gibt, begegne mir, offenbare dich mir, zeige mich dir so, wie du wirklich bist. Ich möchte nicht diesem Bild, was ich von Gott habe, glauben, sondern ich möchte, wenn es dich gibt, wirklich wissen, wie du bist. Und ich möchte dich wirklich einladen, das zu tun. Das ist in Ordnung, das ist völlig legitim. Gott hat ein absolutes Interesse an dir. Er möchte dir begegnen, er möchte mit dir in einer lebendigen Liebesbeziehung stehen und er ist wirklich bereit, was dafür zu tun. Gelinde gesagt, er hat schon alles dafür getan. Und wenn du bereit bist, dich ihm zu öffnen, dann wird er absolut sich dir offenbaren und sich dir nahen und sich dir zeigen. In der Heiligen Schrift lesen wir, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Du brauchst Verständnis, um den Wahrhaftigen, um Gott zu erkennen. Das ist nichts, was mit deinem natürlichen, irdischen Verstand passieren kann. Das muss geistliches Verständnis sein. Und das haben wir als Menschen nicht. Gott möchte es dir schenken. Er möchte dir begegnen. Er möchte dir auf einer Ebene begegnen, die wirklich dein Herz erreicht. Ich lade dich einfach mal ein, dich zu öffnen und zu sagen, Gott, ich möchte dir begegnen. Ich schmeiß mein Gottesbild, was ich habe, einfach mal über Bord und sage, ich fange mal ganz bei Null an und sage, wenn es dich gibt, zeig dich mir so, wie du wirklich bist. Ich glaube, wenn du das tust, wird Gott in dein Leben hineinkommen und wird es wirklich reich machen. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.